Yo Leute, der Captain Fleek ist wieder back am Start für euch und spielt heute mal eine Runde Waffenspiel. Um ein paar Sachen direkt anzusprechen und ein paar Sachen euch so zu erzählen, die jetzt noch auf euch so zukommen. Spielt hier mit meinem kaum gespielten Account. Also ich verstehe sowieso nicht, wie Leute unter meinem Level sein können, weil ich kaum gespielt habe. Karte kenne ich auch nicht. Schon mal belastend as fuck. Bin auf jeden Fall Level 22, das Spiel hat mich jetzt nicht so gepackt in der Vollversion, in der Beta fand ich es ehrlich gesagt echt geil. Digga, ist das dein Ernst? Ich schieße auf ihn, er geht raus. In der Beta hat es mich übelst gepackt gehabt, aber jetzt in der Vollversion, oh mein Gott, ich drück gerade Select. Ja, hat es mich halt nicht so geflecht, sag ich mal. Und das, Alter, die macht One-Burst. Das hätte ich jetzt. War mit Absicht so gemacht jetzt, dass er. Mich das Spiel jetzt ehrlich gesagt nicht so gepackt. Mensch, von wo willst du denn nur kommen? Ich höre dich trampeln, aber wo lang willst du? Wie lang? Weil es regt mich irgendwie auf, das Spiel. Das Spiel ist. Das Spiel regt mich richtig, richtig auf. Ich weiß selber nicht warum so genau, aber da soll's. Ich habe mir auch von Phantom ein paar Videos angeguckt. Probleme mit den FPS-Game, irgendein FPS-Bug. Gott, mit der Sniper komme ich ja gar nicht klar. Also die Widowmaker war geil, aber die hier. What? Okay, Digga. Alter. Das hier soll diese Osa sein, die von Ghost, die ARX oder wie die hieß, ich weiß es gar nicht genau. Bloß dieses Spiel, das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Das ist so langweilig. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändern wird oder so. Ich habe keine Ahnung, Leute. Es bockt teilweise aber auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, muss ich jetzt unbedingt weiterspielen. Ist jetzt übrigens meine zweite Runde gerade. Nach keine Ahnung, wie viel. Oh Gott, oh Gott. Oh. Die AK. Eine schöne Waffe, eine sehr schöne Waffe sogar. Auf jeden Fall haben wir ein paar Projekte geplant und spielen. Setzen diese Projekte auch gerade um. Ich könnte euch ja auch jetzt hier schon was einblenden, aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Boah, ich muss noch den Game-Sound bei mir leiser machen. Möchte ich aber ehrlich gesagt nicht, weil ich die Spannung nicht vorne wegnehmen möchte. Auf jeden Fall kommt jetzt ein Oh, da ist einer drin. Ab nächste Woche von mir ein Projekt, alleine. Weiß nicht, wann Nick seins kommt, weil Nick hat nämlich auch noch eins geplant. Also jetzt demnächst direkt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nächste Woche direkt mitkommt oder erst später. Das weiß ich halt noch nicht. Der war schön. Den hätte ich mir eigentlich für den Last Kill aufheben sollen. Ich hasse ohne Witz diesen Bio-Stachel. Ich hatte den schon in der Beta. Aber ich glaube, die fliegen jetzt ein bisschen schneller. Schnauze. Danke. So, auf jeden Fall habe ich mein Projekt. Das kommt ab nächste Woche. Wie das bei euch ankommen wird, werden wir ja dann sehen. Gott. Oh mein Gott, Alter. Dieses Spiel ist für diese langsamen Kampfstachel einfach zu scheiße. Sag ich euch so, wie es ist. So, gewonnen. 21-5 ist machbar. Der zweite hat 8 Kills. Leute, das ist ein bisschen lächerlich, dass die jetzt so schlecht waren. Ich war aber auch nicht gut. Also, wie man da jetzt überhaupt so schlecht abschneiden kann, verstehe ich zwar nicht, aber ist ja auch eine andere Sache. Auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Skyrim wird auf jeden Fall hier noch auf dem Profil kommen. Das kommt ab nächste Woche. Das ist mein Projekt. Ich habe da auch extra ein neues Intro für gemacht. Wir machen jeder, wenn wir unsere eigenen Let's Plays machen, was ja auf diesem Kanal, wie gesagt, kommen sollte, unsere eigenen Sachen, Intro-Technik. Zwar bin ich derjenige, der das fast alles macht, aber wir machen das alles zusammen so. Wie soll ich das erklären? Ich finde keine Worte gerade dafür. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich finde gerade wirklich keine Worte dafür. Tut mir leid.
Wir sehen uns beim nächsten Video. Ab nächste Woche kommt auf jeden Fall Skyrim spätestens. Das Spiel liegt schon hier. Das ganze Projekt an sich ist schon geplant. Bloß ich hatte noch keine Zeit aufzunehmen. Also wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal.